Wir machen es heute mal ganz einfach, die sogenannte 3-4-5-Regel bzw. der Satz des Pythagoras. Es geht um rechtwinklige Dreiecke. Was das mit 3-4-5 zu tun hat, werde ich kurz mal zeigen. Wir haben hier ein rechtwinkliges Dreieck und ich nehme mal an, das wären hier, das ist die längste Seite, 5 cm. Die halblängste ist 4 cm. Und die kürzeste ist 3 cm. Wir nehmen das mal an. Und wir sagen jetzt mal die Seiten entsprechend quadriert. Mal sehen, was dann rauskommt. Mal sehen, ob das passt. Und da werden wir das sehen. Das ist auch so. Wenn ich sage, A ist 4 cm, muss ich sagen eigentlich 4 cm in Klammern zum Quadrat. Plus das B, das sind 3 cm in Klammern zum Quadrat. Und das sind dann 5 cm in Klammern zum Quadrat. Hier sieht man noch nicht viel. Aber wenn ich das wirklich quadriere, dann habe ich hier 16 Quadratzentimeter. Ich muss nämlich die Zahl und die Einheit quadrieren. Plus 9 Quadratzentimeter ist gleich 25 Quadratzentimeter. Und jetzt sieht man es schon. Jetzt sieht man, dass 16 plus 9 25 ist. Und die Einheit Quadratzentimeter, die schleppen wir in diesem Fall einfach mal so ungefragt mit. Was hat das aber für einen Sinn, diese 3-4-5-Regel sich zu merken? Kurz zur Geschichte, ich hatte mal pflastern müssen, ich glaube, ich habe euch das schon mal erzählt. Und wir wollten unbedingt, dass zu einer Straße dieser Weg hier ganz rechtwinklig liegt. Und da sagte der Pflasterer zu mir, der das wirklich gemacht hat, ich habe bloß geholfen. Rechtwinklig, das machen wir ganz einfach, das machen wir mit der 3-4-5-Regel. Habe ich gefragt, was, womit? Na, 3-4-5. So, ich weiß ich nicht. Ach so, habe ich gesagt, du meinst den Satz des Pythagoras. Sagt dann, ist mir egal, wie der Kerl heißt, aber ich nehme immer die 3-4-5-Regel, es geht am besten. Sag ich, gut, machen wir. Was hat er getan? Also, das war das Ziel hier. Das sollte ein rechter Winkel entstehen, das war das Ziel. Aber nee, noch hatten wir es nicht. Wir hatten zwar eine gerade Straße, aber noch keinen rechten Winkel. Da hat er gesagt, pass auf, wir machen mal Folgendes mit dem Maßband. Halt da mal fest, da fangen wir unsere Straße an. Hier soll die also entstehen, unser Weg. Halt da mal fest, dann hat er ein Maßband genommen und hat mitten an der Straße so eine kleine Markierung gemacht, und zwar bei 3 Meter. Dann sagt er so, bleib da, bleib. Ja, ich bin geblieben. Und dann ist er beigegangen und hat 4 Meter genommen und hat da einen Kreisbogen gemacht. Das waren also Radius von 4 Metern für den Kreisbogen. Dann ist er hier hingegangen, das mache ich jetzt mal mit grün, hat hier eingestochen, hat ein 5 Meter Stück in sein Maßband genommen und hat dann entsprechend mit 5 Meter Radius, hat er dann hier, wo er diesen 4 Meter Radius hin, diesen 4 Meter Kreisstück, wo er das hingemalt hat, hat er hier mit dem 5 Meter Kreisstück, hat er da entsprechend eine Kreuzung gehabt und dann sagt er so, jetzt sind wir fertig. Denn von hier bis hier angelegt ergibt hier ganz sicher einen rechten Winkel. Wenn ich mir das mit Zentimetern angucke, dann wird es auch mit Metern klappen. Das war ihm egal hier. Das Stück, das wollten wir gar nicht haben. Denn wir wollten ja einen rechten Winkel haben. So, und der Rest war jetzt wieder leicht. Dann die Straßenbreite, aber wir hatten unseren rechten Winkel. Und der war todsicher ganz genau da. Er hat sich mit 3-4-5-Regel gemerkt. Wir sagen Satz des Pythagoras. Es gibt noch ähnliche pythagoräische Zusammenhänge. Das können wir mal an Folgendem verdeutlichen. Ein rechter Winkel, wir wissen das noch von Satz des Thales, entsteht durchaus auch mal so, dass ich sage, ich habe hier ein ganz kurzes Stück mit rechtem Winkel und auch das ist ein Dreieck. Und wenn ich dann sage, okay, der Seite gegenüber ist C, jetzt nenne ich die, ach, ich nenne sie doch wieder A und hier B, dann kann ich auch genau die gleiche Formel, nämlich A Quadrat ist B Quadrat plus C Quadrat, hier anwenden. Und das machen wir mal. Wir nehmen mal an, das wären 9 Meter, das wäre 1 Meter. Und wir wollen wissen, wie viel ist C. Naja, dann wenden wir die Formel an. A Quadrat plus B Quadrat ist C Quadrat. Und C haben wir ja gesucht, da müssen wir nicht irgendwie umstellen. Aber wir setzen mal ein. Dann habe ich hier 81 Quadratmeter. 9 mal 9 geht ganz schnell. Plus... Ne, Quatsch. Hier vorne habe ich nur einen Quadratmeter, das war ja A. Hier habe ich 81 Quadratmeter. Und das ergibt insgesamt 82 Quadratmeter.
Also c Quadrat wird sein, das ist nämlich c Quadrat. Ich mache mal hier weiter. C Quadrat ist 82 Quadratmeter. Jetzt möchte ich aber das echte c haben. Wir wissen alle, auf beiden Seiten eine Wurzel gezogen bedeutet, hier ist ein c. Und hier muss ich die Wurzel aus 82 ziehen und die Wurzel aus Quadratmeter ist Meter. Und das muss man mit dem Taschenrechner machen, denn so eine Wurzel wird sich nicht im Kopf verrechnen lassen. Es muss sowas irgendwas mit 9, und so weiter rauskommen. Und das tippt mal ein. Gut, wir haben es ausgerechnet, c ist 9,055 Meter. Tja, ist nicht viel länger, ne? Nehmen wir noch ein anderes Beispiel. Es steht ein Baum. Der steht da irgendwo in der Landschaft rum. Und ich möchte mal wissen, wenn ich hier oben ein Seil reinspanne, wie lang wird das Seil wohl sein? Jetzt weiß ich, der Baum ist genau glatte 10 Meter hoch. Ich kann hier unten abmessen und sage, ich bin 15 Meter vom Baumstamm entfernt. Und ich möchte wissen, wie viel Seil brauche ich, wenn ich das da oben anbinden will und genau bis 15 Meter hier hinspannen will. Also weiß ich nicht. Ich weiß eins, der Baum steht senkrecht. Und jetzt müssten wir Folgendes machen. Am besten, man dreht dieses ganze Gerät hier. Mal sehen, ob ich das hiermit kann. Nee. Drehen geht nicht. Extra, mal sehen. Stiftoptionen. Nee, wird nicht gehen. Ist egal. Aktion, Form ändern in... Nee, wird nicht gehen. Ist egal. Dann drehen wir es jetzt mal nicht. Aber wir wissen, der rechten Seite gegenüber ist die längste Seite. Und die nennen wir einfach C. Ich gehe jetzt noch gar nicht auf die Worte ein, wie die alle heißen. Wir wollen jetzt erstmal nur ein bisschen schnell Praxis gewinnen. Also, sagen wir hier, C ist gleich. Und jetzt ist es uns im Moment egal, wir können sagen A und B. Erstmal jetzt schnell so. Stellt mal die Formel dafür aus und rechnet mal aus, wie lang ist die Seite, die längste Seite hier. Gut, okay, wir haben also wieder die Formel aufgestellt. Wir haben die Seiten quadriert. 10 mal 10 ist 100, Meter mal Meter ist Quadratmeter und so weiter und so fort. Und haben dann die Wurzel zum Schluss draus gezogen. Das müsste bei 18,027 Metern liegen, diese Seillänge. Machen wir es mal anders. Wo hatte ich das Beispiel? Was machen wir in folgendem Fall? Wir haben hier ein Koordinatenkreuz. Wir sagen jetzt mal Y und sagen einfach mal X dazu. Hier ist 1, hier ist 1. Und wir haben folgenden Graphenverlauf. Und zwar 1, 2, 3, 4, 5, hier bei der 5 und hier 2, 3, 4, 5, 6, 7, hier bei der 7. Uns ist jetzt egal, wie die Funktion heißt, aber die saust hier schräg durch und kreuzt die Punkte 5 und 7. Jetzt ist mal die Frage, wie lang ist dieser ist dieser Graph. Was tun? Ein bisschen blöde ist es, weil wir jetzt keine Zentimeter oder so ein Kram dran stehen haben. Da macht man Folgendes. Man sagt einfach, wenn es um Längen geht und ich habe nichts Besonderes, schreibe ich Längeneinheiten. LE. Und da ich ganz genau weiß, dass das hier 5 LE sind und hier 7 LE, Längeneinheiten, kann ich ganz genauso rechnen und kann sagen, wie lang, das nenne ich mal wieder C, ne? Das ist ein bisschen albern jetzt mit wie lang. Ich nenne das einfach C und der Rest ist mir egal, ich stelle die Formel dafür auf. Und jetzt, womit fangen wir an? Fangen wir hier mit der Seite an. Das sind 5 Längeneinheiten, also schreiben wir. C Quadrat ist 25 Längeneinheiten zum Quadrat plus, das ist 7 lang, 49 Längeneinheiten zum Quadrat. Ob ich cm Quadrat schreibe oder m Quadrat, dann schreibe ich in diesem Fall Längeneinheiten zum Quadrat. Hier gibt es eine Frage. Ja, der Rest ist jetzt wieder leicht. Ich habe also quadriert, auch die Längeneinheiten. Das Schicke ist dabei, wenn man das wirklich ganz konsequent auch macht mit den Quadraten, werdet ihr später sehen, kann man noch ganz andere Sachen berechnen. Aber jetzt im Moment ist schick dabei, dass ich sage, ach, c Quadrat ist 74 Längeneinheiten zum Quadrat. Ich muss erst noch aus beiden die Wurzeln ziehen. Das sieht man hier an der Stelle. Hier ist die Wurzel deutlich gefordert.
dann wird hier wieder ein C draus und hier werden wieder echte Längeneinheiten. Und eine Länge wird in Zentimetern, Metern, Längeneinheiten, Dezimetern, irgendwas gemessen, aber hier sagen wir allgemeinen Längeneinheiten. So, das bis dahin. Jetzt gehen wir mal zurück zu unserer Aufgabe, die wir schon hatten, und rechnen da mal die Gräfchen aus. So, ich habe mal schon mal was skizziert. Wir werden gleich richtig loslegen können. Und zwar, es steht ein Baum in der Landschaft. Und der, ich komme einfach nicht hoch. Ich weiß nicht, wie hoch der ist. Aber ich sehe die Sonne und ich stelle mich so, dass ich genau praktisch im Schatten des Baumes stehe. Hier unten ist der Schatten des Baumes, von hier bis hier. Und ich, na gut, da ist er wieder. Und ich selber, ich werfe natürlich auch einen Schatten. Das heißt, ich gucke bloß hier in die Richtung und komme von hier gegangen und gehe so lange bis hierher, dass mein Schatten genau am, also dass mein geworfener Schatten genau hier am Ende des Baumschattens ist. Da bleibe ich stehen und ich bin selber 2 Meter von diesem Punkt, wo beide Schatten jetzt praktisch zu Ende sind, 2 Meter entfernt. Und ich selber bin 1,60 Meter groß, 1,6 Meter. Wenn ich das jetzt mache, dann habe ich hier wieder Größen. Und jetzt habe ich die Möglichkeit, vielleicht doch ohne Pythagoras, erstmal ohne Pythagoras, an die Höhe des Baumes zu kommen. Die Höhe des Baumes, die ist nämlich, wir nehmen mal wieder an, der steht senkrecht. Die ist nämlich hier. Und die kann ich vielleicht auf diese Art und Weise ausrechnen. Wir machen es mal mit einer linearen Funktion. Wie machen wir es? Genau, das Beste ist, wir legen unser Koordinatensystem einfach mitten in den Baum rein. Hier. Und wir nehmen die Erdoberfläche. Und wir haben hier unsere, sagen wir mal, S wie Schatten in Metern. Unsere Schattenachse. Und hier haben wir die Höhenachse. Die können wir ruhig H nennen. H natürlich auch in Metern. So, und jetzt geht's ran. Jetzt müssen wir unsere Funktionsvorschrift ermitteln. Wie machen wir's? Es lohnt sich immer, die allgemeine Form oben drüber zu schreiben. Dann kann man das leichter ersetzen. Denn hier steht ja eigentlich sonst ein X und hier steht sonst ein Y. Also das nehme ich mal wieder weg. Wir haben jetzt S. Die Höhe ist abhängig von dem Schatten in diesem Fall. Denn ich gehe hier so hin und her und bestimme selber. Ich kann die Höhe nicht beeinflussen. Aber ich mache es jetzt rückwärts, ich sage, ich lege mir unten hier meinen Schatten hin, also ist das die H von S ist gleich tralala mal S. So, und jetzt wird es ein bisschen spannend. Was ist was? Genau, wir haben einfach gesagt, wir gehen 2 Meter nach rechts und 1,6 Meter, aber Achtung, unser Steigungsdreieck, das liegt eigentlich hier, denn der Graph fällt. Also muss ich sagen, minus 1,6 Meter durch 2 Meter mal S. Bis dahin gut. Und jetzt kommt plus. Ja, was ist das hier? Der Schnittpunkt hier. Was ist dieser Schnittpunkt? Ja, genau. Plus H. Das ist so eine Art H0. Naja, der Rest ist jetzt relativ leicht. Ne? Jetzt können wir entsprechend mal probieren, wie geht es weiter. Denn wir wollen ja letzten Endes H0 haben. Das ist also gesucht hier. H0. Das ist gesucht. Na denn. Die ganze Sache ist ja ganz schön. Ne? Wir könnten jetzt beinahe loslegen, aber wir brauchen noch was Besonderes. Und zwar von hier bis hier. Fliegen können wir nicht. Laufen können wir schon. Wenn das hier 2 Meter waren und wir hier meinetwegen 25 Meter vom Baum weg sind, dann funktioniert es auch. Also sagen wir, okay, von hier bis zum Schattenende sind es 25 Meter. Und jetzt können wir loslegen. Richtig. Jetzt haben wir 20 Meter ist H0 ausgerechnet. Hier erstmal die Formel richtig gesäubert, alles zusammengerechnet, minus 0,8 mal 25 Meter, okay. Aber wie kann man das wirklich überprüfen, rein rechnerisch? Und jetzt kam die Idee aus der Schülerschaft, wir gucken uns nochmal den Punkt des Männchens an. Hier haben wir nämlich auch einen Punkt, der zu diesem Schattenwurf dazugehört, der zum Graphen dazugehört. Und wie sind die Koordinaten von dem Punkt M wie Mensch? Da müssen wir Koordinaten ermitteln. Die sind von hier bis hier 23 Meter, genau. Und von hier, hier bis hier, die Höhe ist 1,6 Meter. Und wenn das auch stimmt, also wenn ich die Koordinaten in meine
Gleichung einsetze und das stimmt, dann muss es funktionieren. Machen wir das mal. Dann muss 1,6 Meter, das ist der Y-Wert, der Höhenwert, genauso sein wie, und jetzt komme ich hier auf meinen Anstieg, minus 0,8. Alle Meter haben sich rausgekürzt. Minus 0,8 mal 23 Meter sein. Plus H0. Und H0, hatten wir gesagt, wären 20 Meter. Und stimmt das? Okay, und jetzt haben wir das mal ausgerechnet. Minus 0,8 mal 23 Meter sind minus 18,4 Meter. Plus 20 Meter bin ich bei 1,6 Meter. Jawohl, alles richtig gemacht. Freu, Video zu Ende.